denke, das da wird unsere sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Sind auf jeden Fall zwei nebeneinander und dann sollten wir eigentlich die rechte bekommen. Doch, ich denke, so ist das. Okay, dann hätte ich wahrscheinlich auch doch einen Sichtanflug machen können. Aber was soll's. So. Jetzt sind wir vor lauter Aufregung an der Befeuerung vorbeigefahren, geflogen. So, ich fahre schon mal das Fahrwerk aus. Klappen voll raus. Dieser Warnton hat mir gerade eigentlich sagen wollen, ich bin für die Klappen zu schnell. So. Den Anflug habe ich gerade irgendwie ziemlich übel vergeigt, weil ich einfach an diesem Leitstrahl vorbeigeflogen bin. Aber egal, unser Flugzeug kriegt das schon hin. Ich habe da vollstes Vertrauen in die Maschine. So, in der Höhe steuert das Flugzeug jetzt schon mal auf den Leitstrahl zu. Das Fahrwerk ist ausgefahren, die Klappen sind voll raus. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis das Flugzeug eine gewisse Höhe, also bis es relativ nah an der Landebahn dran ist. Und dann werde ich versuchen, das irgendwie bis zum Aufsetzen zu bringen. Also ich bin da nicht unbedingt ein Profi drin, aber wird schon klappen. So, jetzt habe ich auch die Landefreigabe bekommen. So, wir sehen, der Autopilot fliegt für uns einen sehr schönen Anflug. Höhe runter. So, dann schalten wir jetzt den Autopiloten aus. Das ist jetzt in den meisten Fällen die Stelle, wo ich es böse verkacke. Weil ich irgendwie mit der Schubkontrolle nicht so richtig zurechtkomme. Also jetzt steuere ich, wie gesagt, wieder selber. Im Moment sieht es erschreckend gut aus. Das wird doch mal eine 1A-Landung, würde ich meinen. Nase hochziehen. Und da sind wir unten. So.
Rückkehrschub rein. Okay, wir müssen die nächste Ausfahrt nehmen. So. Und mit dem Handoff werde ich mich dann auch von euch verabschieden. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. War vielleicht auch ein bisschen informationsreich. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder im nächsten Mal FS6 spielen. Bis dann.